24-Stunden-Rennen die wenigsten Fehler macht, der kann am Ende vorne sein. Im Audi mit der Startnummer 1, da haben wir schon zwei Problemchen gesehen. Einmal den längeren Boxenstopp aufgrund des nötigen Wechselns der Fronthaube und den Dreher von Mike Rockefeller. Trotzdem jetzt wieder auf die zweite Position nach vorne gefahren und jetzt hat es kräftig gerumpelt. Jetzt das schreit nach Kleinholz gegeben. Boah. Oh oh. Da fürchte ich, wenn wir jetzt das Safety Car sehen, ja, jetzt kommt prompt die Bestätigung. Ja, jetzt gilt es erstmal drum, jetzt die müssen Daumen wir erstmal sehen, drücken, was da passiert ist. Oh Auto Gott, heftig zerstört. Vor allem sehen wir links die Einschlagstellen und von da aus geht es quer auf die andere Seite hinüber. Ja, das sind die Momente, wo man in Le Mans ganz tief durchatmet. Das haben wir heute schon mal getan und jetzt warten wir auf nähere Informationen, was da passiert ist. Am wichtigsten ist bei so einer Situation immer die Entwarnung, dass es keine Personenschäden gibt. Alles andere, Blech und Kohlefaser, ist bezahlbar. Und genau richtig entschieden, direkt das Safety Car rausgeschickt. Ja, die Strecke war voller Trümmer. Ja. Teil da links ist er eingeschlagen, dann komplett über die Strecke drüber geflogen, rechts auf die andere Seite. Oh Mann, aber wenn ich die Leitplanke sehe, das wird eine längere Safety Car Phase und auch die Bremsspuren, das sieht nicht gut aus. Das war ein ganz heftiger Einschlag. Ich kann auch nicht erkennen, um welches Fahrzeug es sich handelt. Da kann man gar nicht viel vom Fahrzeug erkennen und ich fürchte, dass wir auch aufgrund der Reparaturmaßnahmen der Leitplanken jetzt uns auf eine sehr, sehr lange Safety-Car-Phase gefasst machen müssen. Aber das Wichtigste ist jetzt erstmal, wie geht es dem Fahrer? Ja. Weil die Bremsspur ist ja extrem lang oder die Schleuderspur, bevor da der Einschlag kam. Ich könnte mir vorstellen, das Großraum wie der Porsche-Kurve ist, aber ich möchte mich da jetzt noch nicht festlegen, dafür sind die Bilder nicht scharf genug. Hoffentlich jetzt schnell Arzt vor Ort, dass man hier eine Versorgung machen kann, hinten wird gearbeitet. An dem Auto, die Streckenposten können natürlich momentan nicht sehr viel machen, sie können zum einen natürlich absichern, zum zweiten versucht man da irgendwie Hilfe zu leisten. Ausgang der Mulsanne könnte es auch sein in der Anfahrt wieder Richtung Indianapolis. Aber wie gesagt, das ist jetzt schwierig zu erkennen. Warten wir auf offizielle Informationen von der Rennleitung. Jetzt kommt das erste Hilfsfahrzeug. Ja, das weiß eigentlich noch niemand. Auch uns. Wir haben noch keinerlei Informationen, aber man sieht auch die geschockten Gesichter. Da spielt es auch keine Rolle, welches Team, welches Fahrzeug es war. Da sind alle betroffen, die solche Bilder sehen. Timo Bernhard steht da, auch dem Schreck ins Gesicht, aber das steht hier allen. Ja, sind die hohen Geschwindigkeiten, die natürlich immer die Autos ja teilweise zerschellen lassen. Nein. Oh oh, die Meldung, die wir da bekommen, die ist nicht gut. Da hoffen wir, ja, deshalb auch die Enttäuschung bei Audi. Es ist die Startnummer 1 mit Mike Rockefeller am Steuer, der da ausgefallen ist. Und jetzt drücken wir dem Rocky da wirklich alle Daumen, die wir haben. Timo Bernhard geschockt. Völlig geschockt. Also die Information der Rennleitung besagt, es ist das der Audi mit der Startnummer 1. Mike Rockefeller sitzt noch im Auto, wo wir eben noch gesagt haben, der hat neue Reifen drauf bekommen, ist im Auto sitzen geblieben. Ja, alle Maßnahmen, die gelten jetzt ausschließlich zur Bergung von Mike Rockefeller und sportliche Teil, den stellen wir jetzt erstmal hinten an. Ja, im Moment allgemeine Spekulation bei uns genauso. Das ist die Onboard-Kamera. Wie bei den Teammitgliedern, als schauen, also wir jetzt rechts Auflösung vorbei kriegen. Und da wird er getroffen. Oh ja. Ach du Scheiße.
Aufprall bei ja, fast Vollgas. Kommt da einen auf die Ecke und dann ist er nur noch Passagier. Da bist du auch nicht mehr lange Passagier. Aber das war jetzt eine Situation, wo der Rocky gar nichts für konnte. Gar nichts. Er hat geblinkt. Er ist sauber nach rechts gefahren. Er war daneben. Und ja, kommt dann hinten einen auf die Ecke. Und ja, das ist eine Rechtskurve und er wird nach links gedrängt. Oh mein Gott. Anspannung natürlich bei Reinhard Jöss, bei Ralf Jüttner und den anderen Teammitgliedern nochmal Situation, da fährt er vorbei an dem GT. Ganz sauber, auch schön zu sehen, weil die Linie da ist. Und jetzt zieht der Ferrari rüber. Ja, liebe Zuschauer, sobald wir Informationen haben, werden wir die natürlich weitergeben. Im Moment sind wir da genauso geschockt wie Sie zu Hause. Beobachten wieder die Rettungsmaßnahmen voranschreiten. Auf jeden Fall der zweite Totalausfall für Audi. Give us the latest news. Yeah, the latest news. We don't know exactly what really happened. The only information that we have, and I hope it's a positive one, is that Rocky left the car himself and climbed himself behind the guardrail. I don't know more how fine he is or not, but he could escape out of the car himself. Thank you very much. Wow. Das wäre eine Kritik, dass der Rocky außer Lebensgefahr ist. Wenn mir einer sagt, der Rocky ist außer Lebensgefahr, dann ist alles in Ordnung. Also, oh, Jesus Marie. Tja, das Rettungsfahrzeug in langsamer Fahrt unterwegs Richtung Medical Center. Und dann wird es erfahrungsgemäß nicht mehr allzu lange dauern, bis wir die ersten offiziellen News hören. Und bis dahin heißt es nach wie vor kräftig die Daumen drücken. Nochmal ja, aus der anderen sehen. Perspektive. Ja. Da war er schon fast auf der Wiese ausgerechnet. Der Ferrari, der ist da hingezogen. Also da kann man dem Rocky keine. Und guck dir das an, wie der einschlägt. Oh mein Gott. Und nochmal aus der Inbound-Perspektive.